Jawohl. Also wir hier am Frankfurter Flughafen bei unserer Hundestaffel haben natürlich spielstarke und vor allem beutestarke Hunde. Und nach jedem Suchdurchgang, auch wenn jetzt der Suchdurchgang für das Team nicht erfolgreich war, dass der Hund jetzt eben nichts angezeigt hat, passiv oder aktiv, wird auf jeden Fall unsererseits von uns Hundeführerinnen und Hundeführern dafür gesorgt, dass der Hund auf jeden Fall nach jedem Suchdurchgang seinen Erfolg hat. Und das geschieht eben dadurch, dass wir eben Rauschgift, eine kleine Menge von Rauschgift, in einen präparierten Koffer hineintun und eben mit unserem Diensthund auch an diesem präparierten Stück, Gepäckstück vorbeigehen, dass der Hund eben dann da anzeigt, dass er Rauschgift gefunden hat und auf jeden Fall da seinen Erfolg hat, dass er bei Lust und Laune bleibt, dass er weiterhin die nächsten Suchdurchgänge auch motiviert verrichtet.